Hallo Papa. Ich bin jetzt so fast fertig mit dem Packen. Also tatsächlich sind hier nur Klamotten drin. Hier sind die restlichen Klamotten. Oh, eine DVD, falls mir langweilig wird. Die beste Tasse der Welt. Stifte. Oh, und noch mehr Stifte. Und Conroe. Muss natürlich auch mit. Ja, also im Prinzip nur das Wichtigste. Und alles andere bleibt hier. Wann bist du denn eigentlich genau weg? Am Montag um 1 kommt mein Zug und dann bin ich irgendwann abends da. Krass, das ist ja schon bald. Dann müssen wir dir auf jeden Fall richtig dramatisch hinterherbringen. Solange ihr mir nicht hinterher heult. Ja, easy. So viel bist du uns auch wieder nicht wert. Aber weil wir dir so viel wert sind, haben wir ein Abschiedsgeschenk für dich. Das wird schließlich ziemlich schwierig werden, so coole Leute wie uns in Augsburg zu finden. Oh Mann, was habt ihr wieder gemacht? Ein Starterpack fürs Studium. Falls du uns vermisst, das sind ganz viele Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse, damit du uns nämlich noch mehr vermisst. Leute. Danke. Nur danke. Wie wär's mit, ihr seid die besten Freundinnen der Welt. Oder ich weiß nicht, was ich ohne euch tun würde. Ey. Ja, ja, ja. Kommt her. Oh. Ah, mein Gott. Ich liege auf der Seite. Schon irgendwie komisch. Man lebt hier so sein ganzes Leben lang. Und dann irgendwann nicht mehr. Und das Einzige, was man zurücklässt, sind Menschen und Erinnerungen. Ein Stück Papier. Musstest du auch daran denken, als du hergekommen bist? Kannst du dich noch an die Orte aus deiner Jugend erinnern? Was wurde aus dem, was wieder mal wichtig war?
Con dọc cho bố đều nhé. Vâng ạ. Ngày mai con đi tàu mấy giờ? Eins. Một giờ? Ừ, thế bố không chở con đi được rồi. Bởi vì ngày mai con bố làm cả sáng. Kein Problem. Anna und Katja wollten mich sowieso bringen. Hai đứa bạn gái là cùng học lớp với con à? Dạ vâng. Ok, giờ chờ 30 phút nhé. Ok, tạm biệt con gái. Es leben momentan fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde und davon sind 3 in meinem Leben. Und Statement von euch? Du, Anna und Katja. Ja, natürlich kommen neue Leute in mein Leben, aber genauso gehen auch welche. Ich wünsche mir einfach, dass alle bleiben würden. Oder zumindest so lange, wie es geht. Vergiss uns nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, wiederzukehren ist nicht das gleiche wie nie zu gehen. Ich glaube, ich werde erst richtig verstehen, was die Person damit gemeint hat, wenn ich wiederkomme. Aber wenn ich eins bisher gelernt habe, ist es, dass jedes Mal, wenn man geht, auch irgendwas zurückbleibt. Hallo Papa. Ich dachte mir, ich mache dir ein kleines Video, bevor ich ausziehe. Also von mir. Oder zumindest so, wie ich war, bevor ich ausgezogen bin. Es ist gerade 19:30 Uhr und wir sind immer noch nicht von der Arbeit zurück. morgen treffe ich mich mit Anna und Kat. Und sie sehen letztes Mal. Mal gucken, wie es sein wird.